Hier bin ich wieder mit meiner nächsten Buchvorstellung. Mein Name ist Frank Krause und ich habe eine ganze Reihe Bücher geschrieben und die allerschwerste Büchergeburt, auch mein wohl bekanntestes Buch, ist Die Geisterstadt, das Geheimnis des Bösen. Und in diesem Buch geht es um eine Vision, in der mich Jesus mitgenommen hat, in eine menschenleere Stadt, eine sogenannte Geisterstadt in der Wüste. Und diese Stadt bestand aus lauter Trümmern und Ruinen und soweit das Auge reichte, nur Staub und ein wirklich unheimlicher Ort, an dem mir dann Jesus gezeigt hat, dass das die Stadt ist, welche die Menschen im Geist bauen. Und das seit Generationen. Man könnte sagen, seit Anfang der Welt, seit dem Sündenfall. Und in der Mitte dieser Geisterstadt stand der Turm von Babel. Und in den hat Jesus mich hineinbegleitet, hineingeführt. Und er hat mir viele Geheimnisse des Bösen und dieser seltsamen Stadt offenbart. Und das Buch ist sagenhaft spannend, ein wahrer göttlicher Krimi. Und manche haben mir gesagt, das müssen wir mal verfilmen. Ja, und in diesem Buch werden mir von Jesus viele Erklärungen gegeben über das Böse, über verschiedene Facetten und Gesichter des Bösen. Und das Böse ist oft sehr subtil, gar nicht so böse in der Erscheinung, wie wir vielleicht meinen, dass es aussehen müsste. Das Böse operiert unauffällig und ist wie die Schlange. Ich konnte in diesem Buch oder in dieser Vision die Matrix des Bösen erkennen, die über Generationen mit viel Geduld gewoben worden ist und auch auf die Gemeinde Jesu einen viel größeren Einfluss hat, als ich das für möglich gehalten habe. Vieles muss gar nicht ausgesprochen böse sein, sondern es reicht, einfach nur jenseits der Realität zu liegen, also vorbei an der Wirklichkeit zu arbeiten, dann wird dabei niemals etwas Substanzielles herauskommen, so viel man sich auch anstrengt. Und ich denke, dieses fruchtlose Agieren kennzeichnet das Leben vieler Christen und auch mancher Gemeinden. Und es ist eine Katastrophe. Leider kann man sich daran gewöhnen und es schließlich für ganz normal halten, womit dann das Böse gewonnen hat. In diesem Buch, Die Geisterstadt, gehe ich vielen Strategien des Bösen nach. Vieles wird mir erklärt, wie unauffällig, aber effektiv das Leben eingeschränkt, die Freude gedämpft und die Kreativität gelähmt wird. Und ich denke, für jeden Leser ist in diesem Buch eine Menge Stoff drin für Aha-Erlebnisse über Aspekte im eigenen Leben, die vielleicht bisher ganz unverständlich gewesen sind. Jesus will uns die Augen öffnen, er will uns freisetzen. Und dafür ist dieses Buch geschrieben. Und ich lese euch einen kleinen Abschnitt vor. Über die Schlange, Seite 62. Ich bin hier mit Jesus unterwegs und Jesus sagt mir dann über die Schlange Folgendes. Da ist zum einen ihre Wendigkeit und Beweglichkeit, die schwer macht, sie zu packen. Sie passt sich genau an das Gelände an, durch das sie sich bewegt, und so ist sie nur schwer zu greifen. Sie ist auch schwer zu erkennen. Das Böse ist stets präsent und doch nicht offensichtlich. Es ist wie unsichtbar, es entzieht sich geschickt dem direkten Zugriff. Es können sehr üble Dinge geschehen und keiner weiß hinterher, warum und wer es war. Die Schlange treibt ihre Opfer in die Enge oder aber nutzt den Moment, da ihre Beute nicht aufpasst, um zuzuschlagen. Da ist die Verbindung zu Müdigkeit und Ablenkung. Fühlt ihr euch in die Enge getrieben wie in eine Sackgasse, könnt ihr stets das Böse dahinter vermuten und nicht nur äußere Umstände, erläutert Jesus. Ich konnte hinter einem Sturm über dem See, den wir überqueren wollten, das Böse erkennen und ihm Einhalt gebieten. Ich hatte Unterscheidungsvermögen und das braucht auch ihr. Fragt mich nur danach und lernt durch Übung die Unterschiede zwischen natürlichen Gegebenheiten und dämonischen Aktivitäten zu erkennen. Fragt mich, was ihr zu den Stürmen in eurem Leben sagen sollt. Glaubt niemals, dass ihr nicht zu fragen bräuchtet.
Die Übung zu beobachten und Fragen zu stellen braucht allerdings Muße und Aufmerksamkeit, die euch so leicht abgehen. Ein anderes Bild für den Feind als die Schlange ist der Löwe, der seine Beute durch die Gegend hetzt, bis sie vor Erschöpfung zusammenbricht. Hütet euch vor Hetze und Stress, sonst segelt ihr blindlings in den Sturm, der euer Boot versenken wird und ihr versteht nicht warum. Dann kommt die Schlange und flüstert euch die Lüge ins Ohr, ich hätte euch hängen lassen. Ihr müsst Zeit zum betenden Beobachten aufbringen, sonst werdet ihr untergehen. Die moderne Idee, keine Zeit zu haben, ist überaus töricht. Das Problem ist nie, keine Zeit zu haben, sondern sie mit Arbeit, Sorgen und Vergnügungen zu füllen bis an den Rand. Tut ihr das, werdet ihr die Anzeichen des nahenden Sturmes nicht bemerken. Und ihr werdet den heranschleichenden Löwen nicht bemerken. Ihr werdet in die Falle gehen. Wenn ihr nach mir ruft, werde ich euch immer einen Ausweg aus der Ausweglosigkeit zeigen. Jedoch gehen viele auch dann, wenn sie den Ausweg erkennen, nicht aus der bedrängenden Situation heraus, weil sie wie gelähmt sind vor Furcht und Erschöpfung. Dann hat die Schlange sie bereits gebissen und sie brauchen mehr als nur Befreiung. Sie müssen entgiftet werden, sonst bleiben sie auf der Strecke. Ich stelle mir vor, wie jemand in der Sackgasse liegt und sich wegen des Giftes der Schlange nicht mehr wegbewegen kann. Ein schrecklich ausgelieferter Zustand. Die Schlange wird nicht zögern, wieder und wieder zuzubeißen, bis es mit der Beute aus ist. Vielleicht wird sie das gelähmte Opfer auch umwinden und erdrücken oder bei lebendigem Leibe verschlingen. Jeder einzelne dieser schrecklichen Zustände kommt mir aus eigenem Erleben nur allzu bekannt vor. Aber zumeist hatte ich das nicht als Angriff des Bösen auf mich registriert. Diese gravierende Unkenntnis über das Wesen und die Strategie des Bösen sind sein großer Vorteil. Immer agiert die Schlange unauffällig und verborgen. Immer scheinen es unglückliche Umstände und Situationen zu sein, je nachdem auch kräfteraubende Missverständnisse und eben schlicht Momente der Unaufmerksamkeit, die an überraschendem Unglück und plötzlichem Zusammenbruch schuld sind. Die Schlange. Wie werden die Menschen denn entgiftet, frage ich ratlos Jesus, der mir Zeit gibt, meine Gedanken zu sortieren. Ich erinnere mich an allerlei Situationen in meinem Leben, die genau so ausweglos waren, wie Jesus das beschreibt. Ich erinnere mich an die lähmende Furcht. Ich kenne sie so gut. Ich versuche mich zu erinnern, wie bin ich denn aus den Sackgassen rausgekommen? Wie bin ich der Lähmung entkommen? Wie habe ich den Zustand überwunden? Aber ich erlebe, dass ich mich nur seltsam schwer erinnern kann, wie das war. Das muss wohl die Waffe des Vergessens sein, von der Jesus mir schon gesagt hatte. Sicherlich, es gibt ein normales Vergessen und aus dem Gedächtnis verlieren, aber es gibt auch eine Art Vernebelung und Trübung, die anderer Natur ist und welche die Wahrnehmungsfähigkeit und Wachsamkeit eines Menschen eben vergiftet. Ich muss in meinen Tagebuchaufzeichnungen nachlesen, um die Erinnerung zu unterstützen. Zum Glück habe ich vieles festgehalten. Nicht umsonst rät die Schrift und wohl auch jeder Weise dazu, die Dinge aufzuschreiben und somit dem Vergessen zu entreißen. Auf meine Frage, was das Gegenmittel ist gegen das Gift, antwortet Jesus. Ein Gegenmittel gegen das Gift der Schlange ist eine hohe Dosis Trost des Heiligen Geistes. Soweit einmal. In diesem Buch hat mir die Künstlerin Bettina Pradella starke Zeichnungen gemacht. Vielen Dank an dieser Stelle. Ihre Webseite blenden wir auch unten in der Videobeschreibung ein. Ich habe zwei Lesermeinungen, eine von Harris aus dem Internet. Er schreibt, dieses Buch ist wie ein Paukenschlag für mich. Dieser Blick hinter den Vorhang unserer Wahrnehmung erweckt in mir die Sehnsucht, mich ganz neu unserem liebenden Vater im Himmel hinzugeben und ihm mit neuer Hingabe zu bitten, in mein Herz zu kommen. Vielen Dank, Herr Krause. Die zweite ist von Mandy, die sagt, dieses Buch ist echt atemberaubend.
Ganz klasse, wie hier den Dingen auf den Grund gegangen wird. Ein sehr starkes Buch mit richtig Nachhaltigkeit und Tiefgang. Man kann es immer wieder lesen und innehalten. Wenn ihr interessiert seid, geht auf meine Webseite, da gibt es noch mehr Informationen, Leseprobe vom Verlag und natürlich könnt ihr es dort auch bestellen.